Einkaufswagen und direkt neben dem Eingang. Besser geht's nicht. 10 von 10. Leider hatte der Aldi keine Ripper Cola Zero mehr im Kühlschrank. Das heißt, ich habe jetzt nichts Kaltes zum Trinken. Schade. Und jetzt geht's zurück nach München. So. Genau hier rum. Es war jetzt auch ein komplett renovierter Aldi. Der hat dann schon bei den Kassen zwei Terminals. Das heißt, man schiebt die Ware zur einen Seite und die Kunden gleich mit. Und dann kann schon die nächste Charge, der nächste Kunde kassiert werden. Warum man jetzt hier in der Mitte schieben muss. Naja. War noch von der Pause. Schade. Dann fehlt uns jetzt hier wahrscheinlich etwas. Man könnte auf die Seite gehen, aber man könnte die Radwege hier auch ohne diese scheiß Umfahrsperren machen. Aber natürlich haben die Autofahrer hier Vorrang. Weil es eben nicht ein scheiß Land ist, sondern Deutschland. Wenn die Leute zu blöd sind. Halteverbot. Ich bin einfach mal auf dem Weg hier. Ich habe jetzt gerade bei tiefstehender Sonne keine Lust, überfahren zu werden hier. Blöd hier. Scheinbar auch für Fahrradfahrer gesperrt gefahren. Doch links dürfte man fahren. Aber ich habe jetzt schon die Umleitung geplant. Bevor ich hier irgendwie im Loch an der Baustelle stürze, fahre ich dann lieber den Umweg.
auch wieder auf dem Rückweg die selbe Strecke hier, in Teilen zumindest. Was hier übrigens so knarzt, sind meine Magnetpedale. Ist nicht so toll. Relativ teuer und relativ hoher Verschleiß. Immer schön nach dem Radweg. GoPro ist zwar wasserdicht, aber muss ja nicht sein. Kein Bock hier hoch. Ja.
halb acht, 19:30 Uhr. Deswegen steht die Sonne so niedrig. Anfang August. Die gefährliche Stelle hier. Ah, rechts. Ah ja, heute über Johanneskirchen oder Schalken, je nachdem. Gegenwind und etwas unterzuckert. Ich habe noch ein bisschen Wasser dabei, sonst habe ich noch nichts. Mal vielleicht mal ein Gel konsumieren nachher. Wenn ich hier durch bin.
ja, diese ganzen NIMBY Plakate hier. Not in my base, ja, base, Baseyard, Backyard. Also nicht in meinem Garten. Also geht es hier um Neubaugebiete. Die wollen sie halt verhindern. Und argumentieren hier mit irgendwelchen kruden Themen. Weil natürlich hier niemand ein neues Wohngebiet um die Ecke haben möchte. Wir möchten alle Ruhe haben. Sollen sie da irgendwo anders bauen. In Augsburg oder Passau oder Nürnberg. So, aber jetzt brauche ich einen Gel. Ja.
Das verstehe ich hier auch nicht. Es ist so gefährlich hier. Dieser scheiß Engstelle. Schild, vergesst alles. Ja, der Akku war leer, der GoPro. Dann muss ich mal kurz rechts ran.
Ach, was auch immer. Ich fahre schon hier richtig. Nachtet er hier oder was? Da hat ein Warnblinker an, meine Fresse.
noch niemand hier. Das ist auch so eine Wunderschikane hier, also echt IQ 70 Stadtplan. Mein Gott, halte für wohl. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.